Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier gegen den Protoss Mystic, der hier immer noch mit dem Vierjahreskuchen unterwegs ist. Bisschen spät hier von der Partie. Porträt gab es ja zum vierten Geburtstag von StarCraft, aber das müsste dann auch dementsprechend schon... Wir brauchen mehr Mineralien. Wie viel Geburtstag hatten wir denn jetzt eigentlich von StarCraft? Kam das nicht 2010 raus? Müssen wir nicht schon den sechsten Geburtstag gehabt haben, dieses Jahr den siebten feiern? Ich glaube ja. Naja, was soll's. TVP ist auf jeden Fall heute angesagt. Wie auch schon in der letzten Folge. Mal schauen, ob wir wieder gecannrushed werden. Mystic sagt mir übrigens was, aber wahrscheinlich verwechsel ich da nur wieder was. Aber ich glaube, es gab mal einen Protoss Mystic als so ein Halbprofi. Aber ich denke nicht, dass es was damit zu tun hat. Denn wenn der eben so gewesen wäre, wo ich mir nicht ganz sicher bin, dann wäre der sicherlich nicht auf meinem MMR hier unterwegs. So, ich wollte ja eigentlich einen Widowmine-Drop machen beim letzten Mal und bin dann nicht dazu gekommen. Diesmal werde ich es auch nicht tun, weil ich das Gas dafür eigentlich zu spät genommen habe. Wobei, muss ich nicht trotzdem probieren. Immer Doppelgas hier. Und wir werden ein Marine-Opening spielen. Deshalb werden wir WBF-Scouten gehen. So, und zwar mit diesem WBF fangen hier das Depot an, um hier gleich nicht gescoutet zu werden. Und werden das gleich dort weiterbauen. Mit dem nächsten WBF. Also mit diesem WBF, was hier gerade noch baut. Marine bauen und dann gleich direkt auf die Factory gehen. Bald wir können, und das ist jetzt der Fall. So. Und werden jetzt trotzdem dann gleich auf einen Reaktor gehen. Jetzt sehen wir hier einen Gateway. Nicht so viel sonst. Okay, machen wir das, was mich sonst immer so nervt. Es sei denn, er hat sich rausgesneakt. Hat aber nicht. Könnte übrigens ein Proxy Stargate oder eine Proxy Robo jetzt nach sich ziehen, was ich hier gerade mache. Was macht er denn hier? Was wird das sein, wenn es fertig ist? Okay, er ist einfach nur blöd durch die Gegend gefahren. So. Zack. So, ja, ein bisschen die Echse hier quasi. Die Lane. Okay, müssen wir mal eben uns hier im Auge behalten. So, gecancelt. Okay, alles hier sieht bisher akzeptabel aus. Wir haben noch kein Geproxy hier gesehen. Und ich habe keine Worker nachgebaut. Ganz schlecht. Okay, aktuell immer noch nichts zu sehen hier. Eigentlich müsste ich jetzt hier... ich hätte einen Liberator hinterher schicken sollen. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Egal, haben wir nicht gemacht. So. Biegen hier durch den Watchtower. Stellt sich nicht als großer Fehler raus, immerhin. Könnte sein, dass er übrigens diese dritte Base genommen hat. Ja, Versorgung sollte eigentlich kommen. Ja, hat er. Okay.
So. War nicht schön. Ja, dann der soweite Protection hier. Auf beiden Dingens. Das ist aber gemein. Ich hätte eine würde mal in die Main schicken sollen. Das wäre das sinnvollere Opening gewesen. So. Aber immerhin haben wir das Medivac gerettet. Naja, viel Schaden haben wir nicht gemacht. Also wir sind hinten, was die Eco angeht. Das ist immer sehr, sehr unschön, wenn das passiert. Aber damit habe ich mich ja... Also dieses Schicksal habe ich ja selber gewählt. Daher kann ich mich da nicht beschweren. Ich werde jetzt auch mal pushen. Einfach mal so einen random Push zwischendurch. Ah, oh, machen, würde ich sagen. Denn er hatte viele Stalker und vielleicht können wir ihn damit ein bisschen unter Druck setzen. Den Scan? Nee, habe ich nicht. So. Dritte Base. Wo ist der Notfall? Ein Falke zur Stelle. Ja, Sir. Ah, Commander. Hätten wir ein paar Leben. Los, los, los! Hier ist Endstation. Geschafft. Die Erweiterung ist Einsatz. Ja, hat einen frühen dritten Nexus. Zack. Wäre eigentlich ganz gut gewesen, dieses Harassment, wenn ich währenddessen vernünftig gemakrot hätte. Wie oft ich diesen Satz sage, wenn ich Terrana spiele. Schon heftig. So, Stim ist durch, immerhin. Immerhin ein bisschen was. Nutzen wir mal direkt für den nächsten Push. Fehlt übrigens so viel Supply und so viele Worker auch übrigens. Ich habe so wenig Worker. Beide doch. Oh, warum fahren die denn nicht zurück? Ich habe immer noch diese ganzen Barracks, das übrigens nicht dazu gepackt. Naja, aber was soll's. Wir haben Schaden gemacht, das war schon mal gut. Scheint hier komplett auf Stalker zu setzen, warum auch immer. Warum seid ihr denn immer noch alle nicht auf meinen Hotkeys? Oh, jetzt habe ich nichts. Mein Makro war so schlecht. Hätte ich meinen Overcharge.
Aber ich bin nun mal kein Protoss. Makro. Immer so ein leidliches Thema. Jetzt kommt doch hoch! BBFs. Ja, einladen ist das Geilste, was ihr da machen könnt an dieser Situation. Nein, nicht das Command Center angreifen. Dafür reicht die Energie nicht. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. So, Command Center lebt nicht mehr, ne? Ärgerlich. Wir brauchen mehr Mineralien. Nice, immerhin ein bisschen was. Nein. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Bei den Mineralienklassen. Laut und deutlich. Und was jetzt? Wir warten vor Sie. Kommt noch was? Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Es reicht genau nicht übrigens. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Booste doch! Hier müssen doch noch zwei Schüsse drauf. Nice. So, was ein Game. Prägt von so vielen Fehlern auf beiden Seiten. Wir brauchen mehr Mineralien. Dafür. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler von ihm. Hätte er das nicht gemacht, hätte er noch gute Chancen gehabt. Ich weiß nicht, ob er eine vierte hatte. Wollte er gerade bauen. Weil ich hatte ja auch kaum Worker. 25, wie wir hier sehen. Das war ein geiles Spiel, würde ich sagen, oder? Ging aber hin und her hier. Schauen wir nochmal eben hier auf den Anfang quasi. Weil das, also... Erstmal will ich gucken, wie viel Schaden ich gegen mich quasi gemacht habe, dadurch, dass der Rüdemindrop nicht funktioniert hat. Und mein Gegner wunderbar seine... Exe hier genommen hat. Die hat die später genommen, als ich befürchtet hatte. Jetzt erst und also mein Block hat tatsächlich doch noch ein bisschen was gebracht. Ich selbst habe natürlich eine sehr, sehr späte zweite. Das lag aber an dem Widowmine-Drop, der leider auch nicht so geil war. Wann kommt sein dritter? Oh, der ist aber früh. 3 Minuten 40, bevor sein zweiter Nexus durch ist. Ja, und trotzdem kriege ich mit meinen Widowmine-Drops nicht viel hin. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Hat hier sehr, sehr schlau darauf gesetzt, dass ich eben auch diesen Widowmine-Drop spiele. Wenn ich einfach einen frühen Stim-Push gespielt hätte, dann wäre das hier anders ausgegangen. Wir sehen, er ist vorne in Workern. Tech-mäßig ist er jetzt nicht so geil dabei. Boah, er nimmt zu früh die Forge. Das ist schon dreist, was er hier zwischendurch macht. Er hält mich hier konstant im Auge mit dem Observer. So, das sehe ich allerdings jetzt hier und habe noch nicht genug Energie zu scannen. So, jetzt und dann entscheide ich mich hier halt zu droppen. Was, glaube ich, auch die richtige Wahl ist. So ein bisschen Ablenkungsmanöver schaffen, während man dann hier einschlägt, ist immer geil. Leider hatte er hier Overcharge, aber ich habe nicht so viel verloren und der
der hat viel Schaden gemacht insgesamt. Wir sehen, insgesamt habe ich 13 Worker getötet. Und jetzt hier nochmal mit dem Liberator, der allein schon hier mit 7 Kills. Auf der anderen Seite der Liberator auch mit 2. Okay, das waren weniger als erhofft. Der andere hat aber wenigstens hier nochmal überlebt. Und auch das Mining insgesamt eingeschränkt. Wir sehen es inzwischen, er ist immer noch deutlich vorne in Workern, hat aber inzwischen das Income nicht mehr so stark. Also wir sehen, beim Income bin ich absolut dran aktuell. Ich habe halt auch gefailt hier zum Makron. Wir sehen außerdem meine Mineralien. Da habe ich die dritte schon, also er natürlich auch, aber die dritte ist also bei mir auch schon da, was schon mal ganz gut ist. Jetzt treffen wir uns hier in der Mitte, was schon mal komisch ist, mit Blinkstalkern gegen Stim zu pushen, ne, ohne Blink, also einfach nur normalen Stalkern gegen Blink zu pushen, ist ungewöhnlich tatsächlich und das hat sich hier auch gerecht, das sieht man hier, Gateway-Einheiten sind einfach gegen Stim-Bio wertlos. Das sieht man hier doch deutlich, da haben wir ordentlich gewonnen, wenn wir uns das hier anschauen. Er hat deutlich mehr verloren, ist aber immer noch in den Workern vorne und warum er sich hier gerade zurückzieht, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe gesehen, dass er hier die Worker weggezogen hat, da habe ich also nochmal ein paar Worker bekommen und dann habe ich, glaube ich, einfach versucht zu retten, also die teuren Sachen zu retten. Dass hier die Marines sterben, ist egal, zumal sie ja noch einiges an Workern mitgenommen haben, insgesamt jetzt 30. Aber die Medivacs, die mussten wieder nach Hause, weil das sind die teuren Einheiten. Was leider ein bisschen blöd ist, ich habe... Oh, ich habe so verschlafen hier zwischendurch zum Makron. Wow, 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 wow. Ja, mein Terraner ist immer nicht so gut. Aber dieses Spiel hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Jetzt sehen wir hier, die Adepten machen ordentlich Schaden, werden gefokust. Meine Reinforcements sind noch nicht da. Wenn diese Barracks die ganze Zeit produziert hätten, dann wäre es anders gewesen. Jetzt verliere ich so viele Worker, zumal ich auch hier nicht save. Und das Command Center stirbt halt leider auch. Hast sogar verbrannt, da hätte ich noch aufpassen können und dann hätte es das überlebt, aber naja. Jetzt greift er hier an, begibt sich dabei aber in die Engstelle und das ist hier wieder sein Fehler. Wir sehen jetzt hier wieder Bio, Stimmt Bio gegen Gateway-Einheiten. Er hat zwar 1-0, ich noch nicht ganz, nee, ich habe es noch nicht mehr angefangen, jetzt habe ich gerade angefangen. Aber gegen Bio mit gegen Heal ist das einfach nichts wert. Und dadurch, dass er sich da in die Engstelle gegeben hat, auch wenn ich zwischendurch mein Command Center angegriffen habe, reicht das hier glücklicherweise nicht. Aber, wenn wir jetzt mal eben abwarten, wie der Fight gleich zu Ende gegangen ist, also nachdem ich hier alles schön gekillt habe, was übrigens auch knapp war, was richtig stark war, war, dass ich das Medivac noch bekommen habe, dass ich das Mob-Plus noch bekommen habe. Also das war richtig glücklich, dass er das da nicht weggezogen hat. Natürlich auch ein Fehler von ihm, keine Frage. Aber das war sehr, sehr viel wert. Aber ich habe jetzt halt selbst nur 23 Worker gegen 36. Dafür ist mein Army Supply ganz gut. Und das werde ich jetzt hier auch gleich nutzen mit den Drops. Wenn ich es dann hier multitasking-technisch hinbekomme. Währenddessen wollte ich eigentlich vernünftig weitermachen. Habe ich das geschafft? Ja, ich habe zumindest ein bisschen was gebaut. Dessen hier drin, dass der Nexus nicht direkt gefallen ist, war ärgerlich. Aber dieser eine Marauder, der ist gleich wirklich der Held. Zieht nämlich hier alles weg. Hat hier sehr, sehr viel quasi F... Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Hotkeys nutzt. Ne, wir sehen es hier. Er nutzt überhaupt keine Hotkeys. Er nutzt nur F2, macht hier den Nergorix und damit verliert er hier diesen Nexus, weil sonst hätte er seine Einheit ein bisschen gesplittet. Oh, das war aber auch knapp. Aber schön. Sehr schön. Jetzt komme ich hier nochmal rein, bekomme nochmal ein paar Worker. Und ja, also dieses Game war wirklich 40 Worker gegen 19 Worker getötet. Immer noch 23 zu 31 Worker, mit 3 Mules allerdings bei mir, ist das gar nicht so schlimm. Also ich bin leicht hinten, würde ich sagen. Also ein Mule kann man ungefähr für 2, wenn nicht sogar für 3 Worker retten. Und jetzt dieser Eingriff, der hat sich halt als sehr, sehr fatal erwiesen. Er hat zwar Adepten mit Upgrade, ne, ohne Upgrade sogar, er hatte nicht mehr das Upgrade. Ja, und das gegen Stimmt Bio mit einigen Rollern dabei. Mehr als er hier selbst sogar hatte an Einheiten. Also das kann nicht funktionieren. Da hat ihm der Flächenschaden gefehlt. Aber das hat das Ganze zu einem echt tollen Spiel gemacht, wo es wirklich hin und her ging. Wir waren zwischendurch drauf und dran, das zu verlieren. Aber durch die Power der Terraner und die Macht der Mules haben wir uns zurückgekämpft. So soll das doch aussehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts wird ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.